Ist der Teleporter beim Cooper-Rennen jetzt doch erlaubt? Hinter dieser Frage steckt mehr, als du dir jetzt vorstellen kannst, und ich kläre sie ein für alle Mal. 99% der Spieler schwören darauf, dass wenn man den Teleporter nutzt, Cooper einem vorwirft, geschummelt zu haben und nicht mit dem Stern rausrückt. Ich dachte auch erst so, bis ich mich vom Gegenteil überzeugt habe, denn der Schummelvorwurf kommt durch etwas anderes zustande. Schauen wir uns zunächst ein Cooper-Rennen an, bei dem ich ganz normal den Teleporter nutze. Ich teleportiere mich zur Spitze und sobald er da ist, gibt es in diesem Fall tatsächlich den Stern. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Deshalb machen wir jetzt nochmal den Test und lass uns dabei schön beobachten. Hokus Pokus, ich schummel so gern. Doch bin ich hier, aber dann doch ganz fair. Tatsächlich ging das Geschummel auch in diesem Fall durch, also probiere ich jetzt den finalen Test. Oh Cooper, ich stehe auf dein weiches Kinn. Vielleicht haben wir alle statt dem Teleporter damals die sexy Kanone genutzt und wurden dabei erwischt. Hey, was guckst du dir da schon wieder an? Gar nichts, Mama. Erstmal ab zur anderen Kanone. Aua. Ey Mann, stopp. Dann schießen wir uns von hier rauf auf die Insel da oben. Und jetzt warten wir ab, bis Cooper richtig schön sieht, wie schlecht wir schummeln. Da ist er, also ausrichten und ab zum Ziel. Bevor er kommt, jetzt schnell abonnieren, denn wir sind kurz vor den 130.000. Er ist da und wird uns nun erleuchten. Und wie es aussieht, bekommen wir keinen Stern, also war es die Kanone.